Willkommen in einer neuen Folge von Holzkunstholz offiziell. Heute baue ich ein Hochbett. Mit einer Auslade, wo man sich hinsetzen kann und wo man einen Schreibtisch nutzen kann. Wie ihr vielleicht schon merkt, habe ich nicht die beste Laune. Oder vielleicht schon gemerkt habt, dass ich nicht so... Ich habe auch nicht die beste Laune, muss ich dazu sagen. Kommt mal mit, ich zeige euch mal ganz grob. Digga, komm mal her, du komm mal hier an meine Seite, ich muss mal malen. Also pass auf, Vorschlag. Wir haben jetzt hier Bohle, oh, Bohle. Steher. Bitte Leder. Bitte Rausfallschutz. Oh. Noch ein Boden, länger gehend. Oh. Meter, also der ist Meter länger. Haben wir hier noch einen Steher. Hier Tisch. Das ist eine Hundehütte, Junge. Genau, und dort kommen jetzt zwei Göter rein, Deutsch Strater. Also, wir bauen das aus 4 mal 20er Bohlen. Carsten hat vorne zu tun, bei uns in der Küche. Und ich werde euch mit der Kamera bzw. mit der GoPro im Zeitraffer mitnehmen. Ja, komm mal mit, wir haben schon vieles vorbereitet. Ihr seht, wir haben schon mal angefangen vorzubereiten. Wirklich ganz simpel, die Eiche nicht. Aber dass man, also jetzt auch mal mit wenig Budget, wir reden jetzt, keine Ahnung, von 80.000 Euro fürs Bett, kann sich ja jeder leisten. Nee, wir können das ja mal ernsthaft rechnen, was sowas kostet. Das soll jetzt mir so bezahlen. Nee, also das ist aber trotzdem vom Budget her eine billige Variante. Natürlich kommen wir nicht an Baumarktpreise ran und natürlich kommen wir nicht an Möbelhauspreise ran, die teilweise mit... Aber wir sind ja kein Möbelhaus, wir sind eine Manufaktur von geilen Sachen und wir sind Holzkunstholz, verstehst du? So, Digga, ich hab den Tisch mal in die Position gerückt, ich hoffe, das war okay. Und ja, ich würde sagen, ich werde mich jetzt ans Ablenken befassen, du machst deine Sachen noch fertig. In der Zeit kann ich ja noch die GoPro mitlaufen lassen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal vorab schon viel Spaß mit dem Video. Ihr habt im Zeitraffer jetzt wahrscheinlich gesehen, wie das zusammengebaut wird, aber es ist einfach die schnellere Variante und mit zwei Leuten muss man nochmal festhalten. Wir haben jetzt hier erstmal grob zusammengebaut. Unten kommt noch ein Steg rein, weil da unten soll tatsächlich ein Schreibtisch ran. Aber mein Digga, ich würde da gerne was bauen, dass so ein bisschen rund ist, weißt du? Also dass du hier nicht gerade dran sitzt, sondern wie so ein bisschen eingekesselt sitzt, dass die Arme theoretisch aufliegen können. Weißt du, was ich meine? Jetzt haben wir das Ding, wir brauchen ja hier natürlich hier noch einen Fallschutz. Ich würde gerne irgendwie so eine Ablage machen, weißt du, so eine Art kleinen Rand, weißt du, was ich meine? Wie so eine Art Balkon, wo man was draufstellen kann oder sowas. Was, das lacht schon so dämlich. Die hätte ich als Landschaft erkannt. Die meint bestimmt deinen Bauch als Berg. Bis ein Hex. Machen wir mal eine 38. Ich denke, das könnte gut funktionieren. Na, was macht die Landschaft? Wir müssen jetzt wieder Porträt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass so einen schönen Jungen wie Monika noch mal hat. Aber als Benzer und Fernsehen ist es so an. Würdest du hier hinten? Brauchen wir hier hinten einen Fallschutz? Eigentlich nicht. Das können wir ganz bis an die Wand ranschieben. Dann wärmen wir uns jetzt mal, also Carsten macht jetzt Feierabend, ich werde jetzt mich um Lattenrost kümmern. Ist es schon wieder soweit, ja? Und da hinten brauchen wir ja eigentlich auch keinen Rausfallschutz, das ist ja wirklich nur für vorne. Hier unten brauchst du nicht. Hier vorne würde ich noch einen machen, hier, auf der Seite. Für unten? Für oben höchstens, oder? Pass mal auf, wenn wir die 38 annehmen, von unten. Nee, warte mal, was ist denn das für eine Höhe? Pass mal auf, jetzt wird es richtig interessant. Ah, fuck. Doch, das geht. Was machen wir genauso?
38, dann haben wir dort die Auflage für den Tisch. Hm. Naja. Dann passt das. Es ist ja, und hier oben die Leiter. Die Dinger für die Leiter, die kann ich schon mal hobeln. Die habe ich noch nicht fertig. Da brauchen wir ja auch nicht so viele. Würde ich jetzt bedenken. Denken. Was hattest du für ein Bett als Kind? Doppelstockbett. Echt? In dem Zimmer, wo du jetzt? Hm? Da hat ein Doppelstockbett reingeweist? Klar. Wie denn das? Ist ja nicht so hoch. Na eben. Na hier? Passt trotzdem hoch. Passt trotzdem rein. Ja, das stimmt. Also, man muss dazu sagen, darf ich das sagen? Das kann man ja ausschneiden, wenn es dir nicht passt. Carsten hat noch zwei Geschwister. Noch zwei Mädels. Oh? Dann soll ich das nicht passen, ja. Und wie das in so einem Haus war, irgendwann gehen immer die Zimmer aus. Mit welcher hast du zusammengeschlafen? Mit der mittleren. Aber auch nicht lange, dann war die große raus. Ach so, ja, stimmt. Die große ist ja, du weiß Gott, älter als ich. Wie viel? 10 Jahre, locker, oder? Nee. Noch länger. Guck mal, ich bin jetzt 34. Oh Gott, wie alt ist denn die große? Keine Ahnung. Geil, oder? Jedenfalls wird Daniel 50, das weiß ich, nächstes Jahr. Stimmt, das hat er gesagt. Ja. Und da ist Jana auch nicht weit weg davon. So, okay. Siehst du? Na ja, dann bereite ich das vor, Lattenrost. Unten den Riegel kann ich ja schon ranmachen. Die Bäden, da passt das. Und ich würde gerne wirklich, dass du das Schleifen übernimmst. Ich habe die Geduld nicht dafür. Dann lieber stelle ich mich nochmal irgendwo anders ran. Aber dann macht das Carsten echt gut. Ja. Dann würde ich sagen, bis später, also bis gleich. Wir machen dann weiter. Jetzt gehe ich mal zu meinem Carsten. Nicht wundern, zu dreckig. So, Carsten! Was? Wie bitte, hier ist das... Wie weit sind wir? Also ich muss dazu sagen, ich sag's gleich vorab. Carsten hat diese Schleiferbeiten übernommen. Da weiß ich wenigstens, dass es super oben ist. Ja, das ist der aktuelle Stand. Jetzt wird es natürlich noch schnuckelig. Die müssen wir noch schleifen, wa? Die Teile müssen wir noch schleifen. Was hast du denn gemacht? Ah, hier. Kleine Verzierung. Wollen wir das mit dem... Können wir das mit dem Ding dann machen? Was, schleifen? Kommst du nicht rum? Nee, ich würde nur die Flächen. Hat das hier an der Seite nicht? Nee. Mal ein bisschen, je nachdem, ob es notwendig ist. Weiß ich nicht, mal gucken. Nee, ich glaube, kriegen wir nicht hin. Müssen wir gucken, nur die Flächen. Wenn es nicht sauber ist. Und dann würde ich, ja. So, wir machen jetzt noch, wir schleifen jetzt noch die restlichen Sachen. Wir gucken, ich guck mal durch, ob das sein muss. Und ansonsten, Digga, nehmen wir, machen wir einfach Folgendes. Wir schleifen die Oberflächen. Sind doch noch alle Knöpfe dran, ja? Wie sollen die nicht dran sein? Na, wissen nicht. Bin gespannt. Wir fressen seit Tagen nicht. Bist du doof oder was? Wir müssen einen Bohrer mitnehmen. Warte mal, hast du hier einen Bohrer dazu? Nee, wa? Bohrerkisten liegen unten. Wir müssen noch Lattenröste schneiden. 20 Stück, die Dinger noch schleifen und dann gehen wir losfahren. Und einladen müssen wir uns irgendwie auch noch. Ich denke auf den Hänger. Liefern Bordsteinkante. Genau. Du schleifst die Dinger, ich mache den Lattenrost. Mache ich noch 20 Stück. Wichtig war für mich, dass hier gerade Carsten von hinten verschraubt. Dass man hier wirklich, also man sieht ja wirklich, dass sich keiner verletzt, dass alles safe ist, dass es entspannt ist. Jo. Es kommen natürlich noch ein bisschen Verschmankel ran mit Herzchen und ich kann euch das mal zeigen. Na kommt doch, ich habe doch extra ausgehöhlt die Drittstufen. Wenn du, ja. wenn du die belasten tust, kommen Nägel raus dann. Zack! Hier, so ein kleiner, ein bisschen Herz. Also wirklich ein bisschen, auch wieder massiv, na klar. Aber ich wollte es einfach schnucklig haben für die Leute. Ja? Apropos massiv. Ich weiß, wer sowas lasern kann. Wer denn? Na, der jetzt gerade hier vorbeigefahren ist mit der Ding. Aber nicht in der Stärke. Doch. Quatsch. Müssen wir mal eine große Bestellung aufheben, oder? Zum Beispiel? Naja, ist einfacher. 17 cm. Das Maximum. 17 cm Höhe kannst du lasern. Nee. Durchlasern. Siehst du? Durch, richtig durchlesen. Schick mir einen Link auf deinen Instagram-Link. Ich folge so wenig Menschen wie möglich auf Instagram, weil das ein übelster Zeitfresser ist. Es ist ein extremer Zeitfresser für mich.
Wirklich. So geht's mir aber auch mit dir. Warum? Übel zur Zeit, Frau so. So, passt auf, wir machen jetzt das Bett fertig. Ich habe das bewusst einfach gehalten, damit sich das jeder theoretisch auch nachbauen kann. Weil da ist nichts dazu, das nachzubauen, oder Digga? Nee. Nee. Ein paar gerade Schnitte mit der Kreissäge solltest du hinkriegen. Aber ansonsten ist das einfach. Und in der jetzigen Zeit, wo alles immer teurer wird und trotzdem viele, viele Eltern sagen wollen, ey, ich will meinem Kind doch ein eigenes, selbstgebautes Ding haben, kann man das selber machen. Oh? Ich wünsche euch was. Bis später.